Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Backtest Online. Schön, dass ihr wieder Ja, eingeschaltet hallo und habt. willkommen. Bei dir kam es nur halb an. Kannst du mal ganz kurz gucken, ob deine Mikroempfindlichkeit gut eingestellt ist oder musst du wirklich stärker quatschen Ja, dazwischen es rein? kann halt natürlich sein. Also ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit dem Mikro, aber es ist schon besser geworden. Na Aber gut, naja, gut. alles Jetzt klar. Ja, dürftest du mich okay. wieder ganz normal hören. Problem ist, Ja, jetzt ist besser. wenn ich so ein Stück weit in die Kamera reinrede, dann hört man nämlich halt natürlich. Echt, das ist halt natürlich nicht schön. Irgendwann Ja. hört man mich gar nicht mehr. Ja. Das ist Ah, mir aber schon okay. häufiger aufgefallen, dass ich dann halt auch in Videos oder sowas in die Natürlich, Richtung. wenn du deine Kamera, also ich habe es ja jetzt in den neuen Folgen gesehen, deine Cam ist ja quasi im Prinzip auf der anderen Seite vom Mikro. Und dann, wenn du vom Mikro wegredest, da kann das natürlich passieren. Okay, versteht sich. So sieht's nämlich Okay. aus, ne? Was heißt das für dich? Einfach nicht mehr in die Cam gucken. So, auch erstmal von mir auch erstmal, hallo erstmal, dass ihr alle da seid. Ich steig mal auf mein rotes Ross, was, wie ich empfinde, immer noch schöner aussieht als Duis. Ja, Ihr das kann wisst doch alle, sein. Rotschöpfe ziehen die Männer mehr an als die Ach so, warte Blondies mal, jetzt müssen wir mal gucken hier. hier. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade machen wollten. Ach so, doch, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte die Quest abgeben. Das habe ich mir sogar extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. So, nicht aufgeben. Abgeben wollte ich Aber ich glaube, nicht. das ist hier, glaube ich, oder? Kann das sein? Ah ne, wir müssen die Warte. Quest hier erledigen. Ne? Also, ich musste hier hinten noch schnell abgeben. Ich glaube, das hatte ich nicht gemacht und das wollte ich. Glaube ich, offscreen machen, aber dadurch, dass wir jetzt vorher ein bisschen so gequatscht haben, ja, habe ich das auch verpennt. Sorry, dann machen wir das schnell halt in der Folge. Flup, flup, flup. La, 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 la. Wir sind in einer Kampfzone. Ne? Das Unvorstellbar. Ne? Hallo, 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 hallo. Oh, ich bin in einer Kampfzone. Ich gehe mal von mein armes Tierchen. Geh raus, geh raus, geh raus. Sag mal. So. Wie war absteigen? Ich glaube, er, oder? Kann das sein? Ja, genau. Gut. Ja, wie immer halt, man muss sich erstmal wieder angewöhnen. Ich geh von meinem Tierchen weg, du. Ich hau dir an die Nase. Okay. So. Ich habe jetzt hier die Questmarkierung. Ich weiß aber nicht, was ich hier will. Oder was ich hier soll. Lauf mal hin. Ach, alles klar. Okay. Ich muss beim Schwarzgeist abgeben, natürlich, das wäre einfachste gewesen. Okay, ich bin gleich da. Sorry, ist mal wieder ein chaotischer Anfang, ihr seht das schon, aber ja, seid ihr denn anderes von uns gewohnt? Seid doch mal ehrlich. So, ich gehe Bei dir bin ich mal nichts ein anderes gewöhnt, Stückchen Freundchen. raus. Dann noch einmal, ne? Und hepp. Machen wir so. So, ich bestätige. Ich freue mich gerade, wo Bolzi Ah, Black ja, Max ich konnte hingerannt das, ist. genau, ich konnte das nicht, weil ich, jetzt weiß ich wieder, oh Mann, wir haben es so lange nicht aufgenommen. Ich konnte das nicht, weil ich ein scheiß volles Inventar habe. So, was ist das hier noch? Das wollte ich alles vorher durchgucken. Ach, wir hatten vor davor noch ein bisschen was anders gemacht und ja, das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht von dem, was ich eigentlich machen wollte. Gibt es hier irgendwas zum Verkaufen? Ansonsten schmeiße ich ein bisschen was weg. Ist ja im Moment eh nur billig durch. So, hier kommen Schuhe. Da rein. Ja, dann hier die Rüstung. Ich weiß immer noch nicht, welche ist. Wir haben die drin und die da ist schlechter. Okay, dann so. So, ja. Dann haben wir hier 2-2. Machen wir so. Und das sollte jetzt auch hoffentlich reichen, um die blöde Quest abzugeben. Lalalala. Schnarch, Stunden später. Ja, Ach echt, so, auf ey. dem Pferd. Ja, endlich abgegeben. Oh, Gott sei Dank. So, raus, aufs Hottehü und dann zum Lü. Da hinten ist er. Und was da immer auch immer markiert ist gerade, ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Gut, hast du die Quest Kobolde im Dorf? Nee, aber die muss ich akzeptieren. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Wo akzeptiere ich die? Über den Schwarzgeist, schätze ich mal. Ach so, stimmt. Das geht wieder nicht, weil ich auf dem Pferd sitze. Das ist ja. Kannst du dich mal nur wegen dem blöden Pferd, du Doofkopf? Quest. Okay, weiter. Annehmen. Okay. Oh, die rennen hier ja schon rum. Mal, ich habe was mitgebracht. Das geklonte Schaf Dolly.
Ja, und den ich als Quest pro Zielvorgabe habe. Was ist das, Schaf? Nee, den hier. Schaf ist toll irgendwie. Besiege eine Gruppe von LTH-Kobolden. Hast du die Kobolde schon besiegt? Nee, noch nicht. Um Gottes Willen, nee. Und aber dann klaust du den einfach nur einen Pfad und Schaf? Ja, das macht Spaß irgendwie, würde ich sagen. Das finde ich voll scharf, ey. So? Nee. Nö. Sieht ein bisschen aus wie du. Von hinten auf jeden Fall. Nee, so viel Haare habe ich nicht mehr. Das stimmt, das kann ich bezeugen. Hast du die Cam an? Du allerdings auch nicht, du allerdings auch nicht. So. Ja, das ist okay, schon wieder weg. Wo rennst du denn rum da? Ich bin da oben und bin die Altarkobolde. Na gut. So, 10 von 20, hui! Oh, guck mal, jetzt habe ich den Typ befreit. Ich habe den Typ befreit. So, 16. Gibt's hier noch welche? Hallo? Ja, hier hinten verstecken sich welche. So. Und dann hier hinten. Okay, fertig. Du auch? Du? Achso, ja, warte. Warte. Hello, du. How are you? Ich bestätige mal. So, unbekannte Energien. Weiter annehmen. Eine unbekannte Energie. So ist das mit dem Vieh. Dann kannst du mal sehen, ich bin ganz nah dran als Fernkämpfer. So, begebt euch zum Turm des Hexers. Kommst du? Ja, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen Stuff nachschlagen. Nachschlagen? Warum willst du nachschlagen? Oh, Inventarerweiterung plus eines, die. Wo hast du die? Ja. Zwei. Wo gibt's die denn? Die hatte ich immer im Inventar. So, das ist ja nett. Ja, finde ich auch. Wir haben den besseren, ist okay. Gut. Damit habe ich sogar drei Inventarplätze gewonnen, denn das Ding ist jetzt auch raus. So, den Rest muss ich mir später mal angucken. Das muss ich echt offscreen machen, sonst mülle ich die Folge noch mehr zu, als ich es heute schon getan habe. Das muss ja auch nicht sein. Wir gehen aufs Pferd, würde ich sagen, oder wo ist der Typ? Weißt du das? Ich sehe es gerade nicht. Ich suche gerade meinen Reittier, was aber irgendwie nicht hier ist. Hä? Wo ist es denn? Ich bin ja doof. Ich weiß es nicht. So, das ist da oben. Du hattest nicht hier geparkt. Ich hatte ja hier geparkt, genau. Du standest aber ohne Reittier da. Ja, warte mal. Mal ganz kurz gucken. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz ein bisschen was traden hier drin. Wie tradet man da hier drin? Also mit dem. Na, mit dem Pferd halt, ne? Ja, genau, aber wie mache ich das? Wie mache ich das? Inventar öffnen, F6, alles klar. Das wollte ich wissen. So. Und er hat ja auch richtig viel Inventarplatz. 3. Ja, besser als nix, ne? Ja, genau. Wo kann man so sagen? Dann hau ich mal was raus, was ich so wenig habe. Was ist das hier eigentlich? Der Helm, naja, gut. Kann man verkaufen. Das Ding klaue ich einfach mal raus. Den hier muss ich mir bei Gelegenheit mal angucken. Ist, glaube ich, ein Begleiter oder sowas. Das Futter auch. Oder hatte man den Begleiter immer im Inventar und musste den erst auspacken? Das kann natürlich auch sein, dass das der ist, den ich schon hatte. Ach, das weiß ich nicht.
So. Reittierschein, Kiste für Abenteurer Rang 5. Weil du solltest ein bisschen Platz machen. Hast du Platz im Inventar oder? Ich habe nie Platz im Inventar. So nicht. Ich bin messy. Das ist ja schlecht. Ja. Warum soll ich Platz im Inventar machen? Weiß nicht. Wenn es ja mal. Ich mach mal so. Und dann ein Erinnerungsfragment. Was ist denn eigentlich ein Erinnerungsfragment? Herstellung der maximalen Haltbarkeit, persönliche Transaktion, Marktplatz, Info, Marktpreis, okay, gesiegelt von bla bla bla. Brief mit einer Rückzahlung. Ach komm, lag man das erstmal aus. Kann ich nicht. Dann lagere ich den Scheißhelm erstmal aus. Hab ein bisschen Platz im Inventar. Das klingt doch gut. Aber das ist nicht viel. Oh nein. Welch Trauerspiel. Wollte ich mal gucken, warte mal. Reittier, Geschenke, Scheinkiste. Soll ich die mal aufmachen? Ist ja nur ein Schein drin, oder? Ein Rabattgutschein für Reittiere. Achso, das war gut, den hatten wir halt nicht benutzt. War für Doofsinn. Das Futter, der Bogen. Also ich könnte bei Gelegenheit mal was verkaufen. Ich habe sogar eine schäbige Spitzhacke. Wo habe ich die denn? Achso, nee, das ist wahrscheinlich Quest-Item oder. Beschreibung, Händler würden diesen Gegenstand zu einem fairen Preis kaufen. Okay. Antanes Glühwürmchen. Also du hast Platz im Inventar. Dann klick mal einmal rechts unten. Hast du da sowas wie Herausforderungen? Das ist, na, finde ich. Ja. Achso, da habe ich schon ab und zu mal reingeguckt. Da wird bestimmt nicht so viel drin stehen. Doch, da ist immer ein bisschen was drin auf jeden Fall. Da ja, aber nicht immer so viel. Genau, Jagd zur Belohnung 2. Weil da kannst du dir nämlich... versucht das mal alles zu erhalten, weil damit bekommst du nämlich automatisiert dann irgendwelche XP-Buffs, sodass wir dann halt in dieser Aufnahme vielleicht ein bisschen schneller vorankommen auf jeden Fall. Ja, na, ich habe schon ein paar XP-Buffs, ich wollte die nur nicht einsetzen ohne dich. Stufe 20, jetzt wird's interessant, kann ich nicht erhalten, warte mal, wir sind noch gar nicht Stufe 20, doch, wir sind. Warum kann, achso, da muss ich mir was auswählen. Metakiste, Alchemie, Handel, Anbau... Knochen, was hältst du für günstig? Ich nehme Alchemie, klingt gut. So, das ist halt die ganze Crafting-Geschichte, nehme ich mal ganz stark an. Da müssen wir noch hingucken. Dann kann ich hier noch Erfahrung des Söldners 60 Minuten. Erfahrung des Söldners 30 Minuten. Talent des Söldners. Oder was ist denn besser? Erfahrung oder Talent? Erfahrung. Okay. Dann eine Stunde 200 EP oder zwei Stunden 1 EP, 100 EP, 100% EP, meine ich. 200 würde ich sagen, oder? Gut, okay. Denke ich mal. So. Damit habe ich jetzt Kampf-EP plus 30 und Talent-EP eine gesegnete Schriftrolle, ich habe eine Beuteschriftrolle und ich habe eine Erfahrungs-Söldners-Schriftrolle und ich habe ein zugemülltes Inventar. Wieder einmal. Ja, wir sind demnächst wieder in der City, denke ich mal. Das ist gut. Das, ich weiß nicht. Also, was soll ich aktivieren? Sag mal so, wie es ist. Was denn? Ist doch, wenn du das halt, wenn du das erhalten hast schon da, dann, dann ist das schon aktiviert, automatisiert. Hä? Echt? Ja, wenn du das dann halt dort unten. Dauer 60 Minuten, Abklingheit 60 Minuten. Und die Schriftrolle habe ich schon eine Weile hier. Kampf-EP 200%, Dauer 100 Minuten, Abklingzeit 100 Minuten. Die habe ich auch eine Weile schon drin stehen. Achso, was hast du jetzt, wenn du, weiß jetzt nicht, wo es jetzt bei dir ist, nee, leider, hast du da irgendwie was bei der... Bei den Buffs habe ich EP-Buff-Event, Arbeit, Segeln, 30% ist aktiviert, Vorteil... Ja, das klingt doch gut, das reicht doch schon. Ansonsten kein Vorteilspaket, kein Ding. Das reicht schon, weiter, komm. Achso, das Segeln. Nee, das die Erfahrungs-XP reicht doch schon. Ja, aber nur für Segeln ist das, glaube ich, gewesen, oder? Naja, weiß ich nicht. Arbeit, Segeln, Erfahrungs-XP 30%. Segeln wir heute? Eigentlich nicht. Das ist aber, glaube ich, von dem Event, was irgendwie gerade läuft. Deshalb. Also, ich hab's nicht. Aha. Dann weiß also, ich auch nicht. Sagen wir es mal so: In dieser Geschenkebox rechts unten, da steht dran, wie viele Geschenke du abholen kannst. Wenn du dort schon alles, wenn du jetzt alles abgeholt hast und sobald du da halt im Grunde genommen irgendwie so einen roten XP-Buff hast, wo mit Pfeilen nach oben. Das wird dann sofort aktiviert. Und dann gibt es noch sogenannte Schriftrollen. Die landen bei dir im Inventar. Diese könntest du auch zünden. Die habe ich jetzt allerdings bisher noch nicht gezündet halt, ne? Alles klar, das wollte ich wissen.
Ach so, nee, hier unten der rote XP-Buff. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Der ist unten hier in der Ecke. Und ich renn hier vorbei. Okay, der ist tatsächlich da. Okay, alles gut, alles gut. Das ist gut. So, ich park jetzt mal hier. Das hört hier mal ab. Wir sollen zum Turm des Hexers, ne? Ja, was hier nach machen? Oben. Achso, hier oben. Alles klar. Okay. Nee, ich habe mir gedacht, weil wir haben ja... Boah. Wir haben ja Ohr. Na, warte mal. Ich glaube, die Soundabmischung ja, stimmt mal. Noch nicht. Da könnte ja, sein, dass die... Beispiel war ich bei dir viel zu leise. Das weiß ich noch. Pong. Ey. Hau ja, anders. Ich glaube, das passt jetzt soweit von der Sache her. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal runter zu den Pferden und dann machen wir das mit dem Turm einfach mal in der nächsten Folge. Also wir sind raufgelaufen, um runter zu gehen und ich habe den Typ schon wieder halt so halbwegs nicht verstanden. Das ist, ihr kennt das ja, es ist halt typisch. So. Ach Quatsch, erzähl doch nichts. Na gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Daumen nach oben nicht vergessen, ne? Und bis dann. Tschüss.